Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, herzlich willkommen, ihr dicken, fetten Rinderschweine. Es ist ziemlich hell. Moment. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute essen wir einen Tag wie Cristiano Ronaldo. Also ich bin aber, hab ein Messi-Trikot an. Ja, ich bin einer, Leute. Wir reagieren heute auf einen Tag wie Ronaldo essen, aber ich hau einfach das eiskalte Messi-Trikot raus. Aber hier auf Madeira, ne, stillschweigen, du und ich, ne. Du weißt ganz genau, wir bleiben ruhig, wir sagen nichts, weil, naja, die Leute auf Madeira sind halt ein bisschen, naja, ich sag mal, pingelig, wenn es darum geht, über Messi oder Ronaldo, ne, deswegen, man muss schon auf Ronaldos Seite sein, sonst wird man hier wahrscheinlich geköpft. Das Video ist heute von Tushin, er ist ein Tag lang wie Ronaldo und ich kann euch jetzt schon mal sagen, Leute, das ist der absolute Knaller. Ihr wisst ja, oder falls ihr noch nicht wisst, Ronaldo ist 37 Jahre alt mittlerweile. Das heißt, wir werden jetzt die letzten Jahre Messi und Ronaldo sehen. Danach ist es einfach vorbei, weil die gehen ja auch irgendwann in Rente, spätestens mit 40 wahrscheinlich, obwohl Ronaldo mit 37 noch ein absolut stahlharten, krassen Körper. Ich meine, ich habe Fett, Speck, aber dieser Mann hat einfach mit seinem Alter so einen geisteskrank heftigen Körper noch. Die sagen ja auch irgendwie, laut Medizinchecks hat er so einen Körper wie ein 20-Jähriger. Also ganz, ganz krass dieser Typ. Also Ronaldo auf einem anderen Level, was seinen Körper angeht, was seine Fitness angeht, was seine Disziplin angeht. Also der ist wirklich ganz, ganz krass drauf. Aber einen Tag wert zu leben ist eine Aufgabe. Ich wollte das auch mal machen. Vielleicht machen wir das noch. Ne? Ich bin ja noch auf Madeira, deswegen passt das sehr. Weil jeder weiß ja, Ronaldo kommt aus Madeira und die vergöttern ihn hier. Die lieben ihn hier. Wenn du nichts verstehst auf Madeira, sage ich dir ehrlich, wenn das Portugiesisch nicht sitzt und einige vielleicht auch nicht Englisch können, dann sagst du einfach Cristiano. Und die Leute sagen wirklich immer zurück Ronaldo, weil die lieben ihn hier. Und das finde ich eben schon ganz geil. Gott, Ronaldo zu sehen wäre auch mal richtig, richtig nice. Aber einen Tag wie er zu essen, stelle ich mir schon ein bisschen anstrengend vor, weil es jetzt nicht unbedingt eine leckere Ernährung ist. Weil man hat mal irgendwie, also der hat ja schon öfter gesagt, was er frisst. Und wir haben auch ein paar Kollegen irgendwie erzählt, dass die mal bei ihm zu Hause gegessen haben, dass er dann irgendwie so Hühnchen isst, aber nur komplett blank, damit so ein bisschen Gemüse und leichte Beilage. So. Und dann hast du dann, also du hast halt nicht den Genuss, aber du hast halt den Fitnessgenuss. Also wenn du halt wirklich auf deinen Körper so richtig achtest. Aber ich bin fett und möchte den Genuss spüren. Trotzdem will ich jetzt mal sehen, was Tushi ihn da alles so raushaut, was wir in Ronaldos Ernährung sehen werden und ob wir nach diesem Video auch einen stahlharten Körper haben werden. Werden wir sehen. Ein Sü in den Chat. Gibt's leider nicht, weil ich nicht live bin. Aber in die Kommentare ein Sü, wenn ihr Lust habt. Und wir gucken mal rein. Wie sauber der Ronaldo. Und somit, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen. Ein Ronaldo-Trikot, oder? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem wundervollen Kanal. Ey, komm, ich frage euch direkt zu Beginn des Videos. Komm. Fragt der Messi Ronaldo? Seid ihr im Team Messi oder im Team Ronaldo? Sag nichts Falsches. Ich glaube, ich muss euch nicht sagen, in welchem Team ich bin, oder? Ich finde persönlich, dass Ronaldo als Athlet generell einfach nochmal viel kranker ist. Ich werde mich. Das Ding ist, als ich früher bei Ronaldo gefeiert habe, ne? Früher hat Ronaldo ist dann noch durchgekommen, als er noch jünger war. Jetzt macht er so teilweise ein paar Tricks, aber kommt nicht wirklich durch. Zu der Messi-Ronaldo-Frage. Eigentlich darf man sowas öffentlich immer schwer beantworten, weil Leute, die zum Beispiel im Messi-Lager sind, ja, ich muss sagen, ich mag Messi unfassbar gern und ich mag auch Ronaldo unfassbar gern. Ich bin echt super dankbar, die beiden spielen zu sehen. Ich habe aber, wie mich mehr mag, auf jeden Fall Ronaldo. Ich sage, ich mag Ronaldo mehr, weil ich liebe die Show, Leute. Ich liebe dieses Sö und dann auch in Interviews, wie er redet und allgemein, wie er da ist, weißt du. Messi kann ja nicht mal so richtig gut Englisch, also ohne es böse zu meinen. Ich kann ja halt kein Spanisch, deswegen kann ich ihn, gibt Messi auch seltener Interviews einfach. Aber Ronaldo ist ja mehr sprachbegabt, der hat ja auch, spielt ja auch in England derzeit oder hat auch in England gespielt. Der kann ja fließend Englisch oder auch Italienisch oder hier und da. Und ich mag einfach Ronaldo, wirklich auch, wenn ich Interviews von ihm gucke. Der ist super, super sympathisch in seiner Art, sag ich mal, seiner Lockerheit, dazu dann halt noch einmal diese, ein bisschen süd, dann auch dieser Kampfeswille, weißt du, ich finde, das ist auch eine richtige Inspiration, dieser Mann, ohne jetzt ihren zu blasen, weil das bringt mir eh nichts, weißt du, ich habe keine Vorteile dadurch, aber ich finde das einfach so beeindruckend, weißt du, der ist wirklich hier aus Madeira, seine Story, der war eben nichts hier, nicht böse gemeint, hier wirklich, Madeira ist ja jetzt mittlerweile, sag ich mal, stabil, aber früher war es ja viel, viel ärmer und der hat sich ja trotzdem rausgekämpft, dann hier gewechselt, ne, zu Sporting Lissabon, dann bam, bam, vom Manchester United entdeckt worden, hat halt einfach so eine richtig kranke Scheiße gelegt, wirklich, er hat von diesem Tellerwäscher zum Millionär gefühlt gemacht, aber nicht in Amerika, sondern in Portugal und das finde ich so cool, klar, Messi kommt auch aus sehr armen Verhältnissen aus Argentinien und das ist auch alles richtig, richtig geil, aber trotzdem muss ich sagen, ich finde sympathisch auf jeden Fall Ronaldo. Da muss ich sagen, ich bin halt echt ein Ronaldo-Fanboy. Ich finde aber beide mal geil zu sehen. Ich finde es auch unfassbar schade, dass beide keine Klassikos mehr gibt. Weißt du, Messi bei Barcelona, Ronaldo bei Real. Ach, ich finde es irgendwie, also ich finde es irgendwie sad. Beide sind gerade irgendwie so, Manchester hockt da irgendwie rum und dann der andere bei Paris. Ach, irgendwie sad, Digga. Ich wünsche beide einfach zurück und dann kriegen wir wieder schön Klassikos. Ich habe mich heute einen ganzen Tag lang wie Cristiano Ronaldo ernährt. Ich habe mir überlegt, wie er auch zu leben. Ey Leute, das kann ich nicht bringen. Der Typ, der pennt 7 Mal am Tag und das jeweils für 1 bis 1,5 Stunden. Cristiano Ronaldo liegt. Was ist das für ein scheiß Schlaf? Sehr viel Wert auf Schlaf. Nicht so wie ich. Ronaldo wäre sehr, sehr enttäuscht von mir. Zumindest worauf Ronaldo auch sehr viel Wert drauf legt, ist seine Ernährung. Der Kollege schwört auf eine gesunde Ernährung. Und somit würde ich einfach mal sagen, wir fangen auf jeden Fall einfach mal mit dem Frühstück an. Ihr seht hier oben, was sich Ronaldo auf jeden Fall... Digga, was gönnt er sich denn da geil? Orangensaft? Ich schwöre, Pflicht auf Madeira.
In Madeira schmeckt der Orangensaft so dermaßen frisch und geil. Dazu gönne ich einen schwarzen Kaffee, wie ich sehen kann. Wurst, Käse. Das sieht eher aus wie ein Hotelfrühstück, nicht ein normales Frühstück. Auf jeden Fall, da haben wir es zumindest zum Frühstück in seinem eigenen Hotel gegönnt hat. Alter, sicher. Sein eigenes Hotel ist so schlecht. Aber vielleicht war es ja nur Madeira so. Ich habe gehört, das Hotel, also es gibt ja dieses Pastana-Hotel hier in, von Ronaldo, hier in Madeira, das fand ich nicht so stark. Aber das Essen in New York, also es gibt dasselbe Hotel nochmal in New York und in Lissabon, das soll besser sein, habe ich schon mal gehört. Übel königlich aussehen, ich will auch so königlich leben. Rupert, bringen Sie mir das Essen. Hier ist das Essen, Chef. Wie kacke sieht das Essen aus? Freunde, guckt euch dieses Fest mal an. Was frühstückt Cristiano Ronaldo, beziehungsweise hat er in seinem Hotel damals gefrühstückt? Wir haben hier ein bisschen Vollkornbrot. In dem Fall haben wir Weltmeisterbrot, weil ich ein Weltmeister bin. Ich frage mich bis heute, warum heißt es Weltmeisterbrot? Der kommt an! Mach ihn! Er macht ihn! Dazu noch ein Gott, war das geil, 2014, Alter. Ich war, weiß ich noch, St. Pauli, ne? Also St. Pauli, es gibt den Heiligen Geistfeld, daneben ist das St. Pauli-Stadion und da war so Public Viewing. Dann war ich da mit zwei Kollegen und dann einfach so, Mario Götze, und dann so, Deutschland, Weltmeister. Ah, das war so geil, Mann. Ein Buttercroissant, Käse oder fitness angelegt Hähnchenbrustschinken, ein Omelette mit vier Eier, Avocado. Ich muss sagen, seit ich auf Madeira auch bin wieder, habe ich Avocado lieben gelernt. Früher war ich so, Avocado, weißt du, ich fand es nicht schlecht. Guacamole liebe ich, aber wir reden jetzt wirklich von diesen einzelnen Avocado-Stücken, wie ihr gerade gesehen habt. Ich zeige euch, dass du diese Avocados so hast und ich habe die jetzt lieben gelernt, sage ich euch ehrlich, so auf dem Brot. Geil, richtig gesund und geil. Mit vier Eier, Avocado, Himbeer-Erdbeer-Joghurt und geil. Was es bei mir wahrscheinlich jeden Morgen gibt, eine Obstschale. Es ist Obst im Haus. Wer von euch Früchte? Obst im Haus. Sagt, ihr lebt einfach falsch, es heißt Obst und nicht Früchte. Und da boah, darüber habe ich noch nie nachgedacht, Früchte oder Obst. Ich muss jetzt denken, das ist was, es hat mit der, das hat mich noch nie im Leben nachgedacht, was sagt man? Boah, jetzt hätte ich gerne, guck mal, bei solchen Videos, weißt du, deswegen müsste ich echt mal wieder mehr Livestreamen, weil hast du diesen Chat, der dir sagt, hey, die Leute sagen so live und so, aber ich muss sagen, Früchte oder Obst, Digga, ich würde eigentlich, glaube ich, Obst sagen, Früchte, keine Ahnung, Obst, Obst. Dazu natürlich auch ein sehr heißer Kaffee. Boah, beim Schwarz. Wirklich schwarzer Kaffee ohne Milch. Oh, die Leute, die das haben, trinken, haben keine Seele. No joke, Alter. Ich habe online auch nachgegoogelt. Viele haben gesagt, dass dieses Frühstück hier Ronaldos Cheat Day ist. Oder was ist hier vielleicht ungesund? Croissant? Und mehr auch nicht. Alles ist gesund, Alter. Wir haben hier drin Erdbeeren, Kiwi und Ananas. Ananas isst man roh und nicht auf Pizza. Das ist total widerlich. Ey, Freunde, bitte. Wer liebt eigentlich nicht so... Digga, ich esse Ananas nicht mal roh. Ich finde Ananas ehrlich nicht so geil. Boah, Ananas kann irgendwie in Kombination mit anderen Früchten in so einer Smoothie Bowl oder irgendwie so einem Smoothie lecker sein. Aber so einzeln, ach, ist mir auch zu sauer. Aber Croissants, geiles Croissant. Wie groß das Ding einfach ist. Das ist ja ein Boomerang. Oh nein, der kommt doch zurück, oder? Oh, ich spüre das richtig. Oh! Buttrig. Ja, das ist so französisch, du schmeckst sogar die Schnecken raus. Dann natürlich, weil ich ein Weltmeister bin, Brot mit eben diesem Hähnchen-Dingsbums da. Was ein grausamer Cheat-Day. Ehrlich, das ist Ronaldos Cheat-Day, das ist ja wirklich gar nichts. Ich ehrlich, ein echter Cheat-Day wäre so für mich bei so einem Ben & Jerry. Dann gibt mir da so ein bisschen Nutella auf und Brötchen, auch das wäre geil. Ich merke schon, ich werde gerade zum Profifußballer. Ich bin jetzt hier eigentlich auch zum Omelette mit den Avocado da gespannt. Ronaldo liebt auch Avocado ohne Ende, Mann. Liebt es so sehr, das ist schon gottlos, wie sehr er sie mag. Das habe ich erwartet, schmeckt nach dem Omelette. Vielleicht liegt das wirklich an Madeira. Jetzt, wo ich auch in Madeira lebe, kann ich da echt vielleicht ein bisschen mitreden. Weil ich schwöre euch, ne, hier kriegst du gefühlt, wenn du willst, bei vielen, vielen Läden einfach halt extra nochmal Avocado, wenn du willst, oder auf sehr vielen Sachen ist Avocado drauf. Das würde echt schon Sinn ergeben, warum der so Avocados liebt, weil die halt echt gefühlt überall drauf sind. Und hier, ich würde sagen, Nachspeise vom Frühstück, Himbeerjoghurt. Ja, ich hab doch... Wer isst denn mit Himbeerjoghurt mit Gabel? Wann ist denn mit der Hand? Einen Löffel, was mach ich? Himbeer-Erdbeerjoghurt. Geil. Ich würde sagen, ich lasse mir einfach schmecken und wir sehen uns nach dem Zeitraum einfach wieder, Freunde. Darauf einen Orangensaft. Turn up, einfach Orangensaft. Was soll ich eigentlich zum Frühstück sagen? Es war so basic, es war so nice, es war so gesund und es war einfach nur... Gibt es eigentlich nicht so viel zu bewerten? Kann man wirklich einfach jederzeit machen. Bisschen weniger Brot, weil Ronaldo ist nur das Vollkornkind. Ja, der liebt so viel Vollkorn, Mann. Der Typ wohnt gleich auf dem Bauernhof. Was ist mit meiner Stimme los? Ich muss raus. Croissant kann man auch weglassen. Also wirklich Obst. Oh, nett. Und ihr seid es. Also auf jeden Fall, ich glaube, das musst ihr euch nicht sagen. Das war der traurigste Cheater, den ich jemals eben gesehen habe. Der Typ ist 365 Tage im Jahr gesund. Und dann denkt er sich, ja, Mann, heute
Gönnung ein Croissant ab. Aber ey, nicht umsonst hat er diesen Körper. Das muss man mal sagen. Dieser Körper, den er hat, ist ja nur Disziplin. Jetzt kommt ein richtig allmannmäßiges Sprichwort. Das, was du deinem Körper gibst, das kriegst du auch. Also wenn ich jetzt meinem Körper nur fette Sachen gebe, dann kriegt er so einen fetten Bauch. Nein, aber der ist ja wirklich eine Maschine, Mann. Ronaldo gönnt sich natürlich nicht jeden Tag genau das Frühstück. Aber der hat es sich zumindest einmal gegönnt. Heißt, ich habe es mir jetzt auch einmal gegönnt und wir sind quitt. Das ist eine Schweinerei auf dem höchsten Niveau, wie ich es mir vorstellen könnte auf diesem scheiß Planeten. Digga, willst du dich jetzt wirklich boxen? Ich werde darauf reagieren, weil ich lasse mich nicht mehr verarschen. Ich packe jetzt auf jeden Fall zu einem Ort, wo Ronaldo natürlich auch hin muss. Ich muss so. Fitness oder wohin? Uni. Aber wenn ich eine... Och Gott, was ist das für Formeln? Hör mal auf! Digga, ich weiß noch, in Mathe, ne? Früher, 7. Klasse, war so Sachen wie 1x1. Nicht 1x1, aber es war so normale Sachen, keine Ahnung. Bruchrechnung und hier und dann. Irgendwann kam irgendeine Scheiße, wo ich nicht mehr hinterherkomme. Wisst ihr, was mich richtig gefickt hat? Als in Mathe die Buchstaben kamen, wie ich hier sehe, A. 2x A. Und dann weißt du nicht, was A ist, du musst A irgendwie herausfinden. Oh nee. Nee. Mathe, ne? Als die Buchstaben kamen, war vorbei mit mir. Zeile der Matrix als Summe von zwei Vektoren dastehen habe. Nach so viel Sport. Ja, okay. Gehirnsport. Wird es natürlich auch wieder Zeit, etwas zu essen, um wieder Kraft zu tanken. Ronaldo liebt Fleisch. Er liebt Chicken und er liebt Beef. Und gemeint ist kein YouTube-Beef. Ich hab mich jetzt für das Mittagessen, für das Steak entschieden. Digga, das will jetzt einfach das erste Mal sein, dass ich Steak selber mache. Ich könnte es... Oh nee, Tuschin. Ich weiß nicht, wie du gut in Küche bist, aber ein Steak selber gut zu machen... Übel verkacken, aber ich könnte auch übel der heftige Koch sein. Bruder, ich will auch jemanden... Okay, was wird er sein, Leute? Ich sag, er wird ein guter Koch. Komm, weißt du was? Nicht jeder ist so scheiße wie ich in der Küche. Der für mich kocht, Mann. Jetzt muss ich wieder in die Küche gehen, wieder kochen, aufräumen alles, essen, drehen. Nein! Oh, er hat gar nicht den Prozess gezeigt. Nur diese ekligen Tomaten. Mein erstes Mal Steak, Freunde. Und dazu... Das hat auch safe seine Mutter heimlich gemacht. Safe. Du isst Ronaldo sehr gerne einen Salat. Weißt denn du nicht, dass vom Salat der Bizeps schrumpft? Ich schneide rein, ich will wissen, wie das... Digga, wie einfach nur Salat? Wo ist denn die Pommes? Niemand Kartoffel! ...geworden ist. Boah, das ist nicht Medium, das ist durch. Ist viel zu durch. Wobei, ein bisschen pink ist da noch. Der Geschmack ist ja das Wichtigste natürlich. Ja, ich mach das mit einem Buttermesser. Ich habe das jetzt so gemacht, angebraten, Butter, Rosmarin, Knoblauch rein und dann halt immer so drüber. Etwas zu durch, aber ein bisschen pink ist es noch und ist noch todessaftig, Alter. Soll ich das im Restaurant bekommen? Ich würde es zurückschicken, aber hiervon reicht. Man konnte auch beim Ronaldo-Hotel ja auch, also als ich beim Ronaldo-Hotel war, da hat er auch sein Steak angeboten. Das war so schade, da gab es ein Tomahawk-Steak, ihr Schweine, und das hatten die nicht mehr angeblich. Ah, ich weiß, das Cristiano Ronaldo-Hotel, das war eine pure Täuschung. Leute, erstes Mal Steak. Ich bin mehr als zufrieden mit meiner Leistung. Natürlich, Ronaldo als Koch packt wahrscheinlich nicht Butter rein, aber hey, erstes Mal Steak, ich wollte, dass es schmeckt. Ist vielleicht etwas cheating? Ich lasse mich nicht mehr verarschen, das ist jetzt das zweite Mal. Jetzt nehmen wir jetzt mal wirklich ohne Witz. Ich habe das Knoblauchbrot vermisst, das auf jeden Fall. Aber Kraft ist jetzt auf jeden Fall getankt. Und der Bruder Ronaldo, der hat Baba-Beine. Das wisst ihr selbst. Aber ich sag euch, ein Bein von ihm reicht so, um fast sogar Apparat Schulden zu bezahlen. Hey, was machst du mit mir? Ich hab doch nichts Illegales gemacht. Was haben Sie in Ihrem Kofferraum versteckt? In meinem Kofferraum ist nichts. Sagen Sie mir die Wahrheit. Ja, okay. Vielleicht habe ich Drogen und solche Sachen. Ich glaube, da ist was Schlimmeres drin. Nein, da ist nicht noch mehr. Sind Sie sich da ganz sicher? Ja, okay. Ganz, ganz sicher. Vielleicht ist Ronaldos Bein da drin. Nee, Sie kommen mit. Hey, stopp! Fuß beiseite. Ich will auch solche Beine kriegen. Und das ist jetzt der Grund, weshalb wir jetzt auf jeden Fall ins Gym fahren. Oh Gott, hab ich einen Schluck Wasser. Ronaldos Beine! Die würde ich einfach nur lecken, sag ich ehrlich. So Ober. Seine Oberschenkel sind so dick und mächtig, Alter. Der ist auch richtig krass. Der hat auch irgendwie mal so einen Spieler, hat mal vom Mensch, dass er gesagt, dass Ronaldo der Erste ist, der im Gym ist. Und auch der Letzte, der im Gym ist. Digga, der Typ, ne, das ist einfach so ein beeindruckter Mensch. Ich weiß, diese ganze Reaction kriege ich die so im Arsch, aber das ist einfach so ein geiler Typ, Mann. Und dort mal ein gediegenes Beintraining machen. Also, wieder schlacken, Beine, Nacken, let's go! Boah, ich kann das nicht, ne. Ich sag euch ehrlich, Leute, ich kann keine Knie beugen. Also, ich kann Knie beugen, also so. Wenn es einzeln ist, ne, so alleine. Ich hab den Schwanz nicht gesehen, aber ich kann keine Knie beugen, wenn komischerweise irgendwie Gewicht auf meinen Schultern ist. Dude, they wanna see what I'm about. Oh, yeah, I got skills, do it for the thrill. I wanna pay for route. Extra, read about it. I'm today's trying to tap it. Och, Digga, Alter, nach so anstrengendem Training gibt's ehrlich nichts Geileres als eine Coke. Ja, stimmt. Das war auch krass. Das war auch krass, euer Boss-Move. Hey, was machst du mit meiner Cola? Ach, Digga, von mir aus daneben Aqua. Aqua.
Tschüss. Wisst ihr, Freunde, ich weiß nicht, ob ich jetzt Ronaldo einen guten Mann nennen soll oder einen Psychopathen. Wisst ihr, was er als Snack ist? Ja, als Snack. Ihr seht es gerade eingeblendet. Was ist das denn? Ist es Fisch? Der Typ ist Baguette mit Sardinen. Ich hatte... Nein. Doch die Sardinen, aber guck doch mal, wie es aussieht. Das ist in so einer Konserve. Will er mich verarschen? Wieder ist einfach. Also, der ist wirklich erstmal Weißbrot so? Baguette mit Sardinen. Nein. Ihr seht es gerade. Hey, doch, oh, ja, okay, stimmt ja wirklich. Guck mal, hier siehst du es ja. Brot und Sardinen drauf. Oh Gott, was ist denn los mit dir? Gerade eingeblendet. Der Typ ist Baguette mit Sardinen. Ich hatte noch nie Sardinen, aber guck doch mal, wie es aussieht. Das ist in so einer Konservendose mit Sonnenblumen und Zitrone. Aber das sieht eigentlich ehrlich aus wie ein Schwert. Hier ist mein Messer, Bruder. Oder ist es doch ein Zauberstab? Sesam, öffne dich! Also, wie ist Ronaldo die gute Sache? Er hat eine Gabel, piekst da. Boah, ich finde Sardinen auch, also, boah, ich will nicht so haten, weißt du, ihr denkt wahrscheinlich, ich hasse alles, Tomaten und Oliven sind nicht so geil, aber Sardinen finde ich jetzt auch nicht so Hammer. Ich hatte mal Sardinen auf einer Pizza, das war so wahnsinnig eklig, Digga. Nein. Ich glaube, du schnappst mir mal erzählt, er hasst auch Sardinen. Oh ja, er mag gar nicht Sardinen, meint er mal. Gott, oh Gott. Das sehr salzig. Öl ist so widerlich. Dann essen wir es auf jeden Fall, wie es so ist. Er nimmt sich dieses Ding, packt es auf... dieses Ding. Digga, wie lieblos, sogar ohne Butter. Und dann isst der dieses Ding. Der gönnt sich einfach so einen Film und dann einfach so ein Sardinenbrot oder was? So vom ersten Eindruck, bin jetzt nicht so ein Fan davon. Ist jetzt auch nicht scheiße, ganz ehrlich. Ist mal ungelogen, je mehr man davon isst, desto leckerer wird es. Rauf da und von da in meinen... Als jetzt, ich habe ja auch extrem viele Tomaten jetzt essen müssen, wegen meinem neuen Video, wo Unge mich gequält hat. Und ich dachte auch so, wenn man viel davon isst, es wird irgendwann lecker. Irgendwann werde ich die Tomaten lieben, aber nein, Tomaten sind immer noch richtig scheiße. Aber Sardinen könnte ich vielleicht irgendwann was anfangen mit. Baguette ist aber sehr wichtig. Also jetzt mal, no joke, das hat ehrlich viel besser geschmeckt als gedacht. Zumindest wurde es, je mehr ich davon gegessen habe, leckerer. Also auf jeden Fall, das muss man mit Baguette essen. Das habe ich jetzt zumindest verstanden. Ich werde es nicht wiederholen, also ich brauche das auf jeden Fall nicht. Aber ich verstehe, warum er es macht. Generell auf Madeira essen die ja eh schon gottlos viel Fisch. Heißt, er ist damit... Ja, man, die lieben halt sehr, sehr... Da hat er recht, er ist halt aufwachsen, das ist wahrscheinlich schon. Hier kriegst du halt wirklich sehr, sehr viel Fisch auf jeder Ecke. Und der Fisch ist auch ganz lecker. Hier gibt es sogar so einen ganz speziellen Fisch, ich habe leider den Namen... Dodgefisch, was hieß der? Keine Ahnung, wie der heißt, ne? So sieht er aus. Richtig gruselig sieht er aus. Aber nicht schlecht. Also, ich bin nicht so ein krasser Fischfresser. Aber Fisch finde ich auch nicht eklig, nur ich esse halt irgendwie gefühlt nie Fisch. Wahrscheinlich aufgewachsen. Zumindest, wir wissen doch alle, Ronaldo ist ein Businessman. Der hat eine Unterwäschefirma. Leider geil. Er hat eine Flugzeugvermietung. Echt? Flugzeugvermietung? Wusste ich gar nicht. Er hat Hotels und so weiter. Aber ihr wisst doch alle, wofür er eigentlich bekannt geworden ist. Genau, für Fußball. Und deswegen gehen wir jetzt auch einfach mal ein bisschen raus und kicken. Boah, Rabona einfach. Wenn deine Mutter so sagt, geh mal mit dem Nachbarkind spielen. Boah! Ach, Digga, nein, das, ihr denkt jetzt an Onion Rings, ne? Ich bin so sicher, so dermaßen sicher, das sind keine Onion Rings, sondern Tentakel, würde ich sagen. Thaddeus. Oktopus. Sehr sicher sogar bin ich. Weil Ronaldo liebt Oktopus, das weiß ich. Aber dieses Thunfisching sieht auch abartig aus. So, Freunde, Abendessen. Was haben wir hier? Wir haben auf jeden Fall Kartoffeln, gekochte Eier und... Achso, dann hört sich nicht schlecht an. Also ich dachte erstmal, nur ein Thunfischsalat roh, das fühle ich nicht so krass. Eher so Pizza, ich liebe Thunfisch, ja. Aber so, ich dachte, so ein Thunfischauflauf hätte ich nicht so geil gefunden. Aber Kartoffeln, Ei, Olivenöl, aber sonst... Oliven, Mais und Thunfisch. Und ich glaube, das hier ist der einzige Cheat, den sich Ronaldo wirklich öfters gönnt, weil man sieht ihn öfters wie er. Digga, warum isst du verdammt nochmal mit einer Gabel-Tushi? Nein, aber wirklich, warum muss man denn, Onion Rings, sage ich schon. Thunfisch, nein, Octopus Rings. Mit einer Gabel essen, jetzt kommt schon. Das ist doch eine Ausrede. Kann man einfach so. Mari ist. Ich habe eine kritische Bindung Kalamari, zu Kalamari. Genau. Und zwar damals, 2017, war ich in Frankreich, in einem All You Can Eat. Und da waren, ich sag mal, Zwiebelringe. Ich hab's genommen, reingebissen. Und genau das war meine Reaktion. Das sieht doch aus wie Zwiebelringe. Ja, ist eine Lüge. Dinge, Mann. Herr Kalamari. Aber knusprig, die Dinger. Oh, die sind nicht so geil. Das hatte ich auch mal. Ich war bei einer Tiefkühltruhe. Ich greife so rein, ne? Ich habe gar nicht richtig hingeguckt. Also, oh, Zwiebelring. Ich habe wirklich nicht richtig hingeguckt. Aber die Verpackung. Ich habe nur diese Ringe gesehen. Ich habe genommen, zu Hause dann gemacht. Und es waren einfach diese Dinger. Und ich habe mich gehasst dafür einfach nur. Ich habe mich auf Onion Rings gefreut, ne? So richtig geil Zwiebeln frittiert, aber nee, ich habe auch diese scheiß Kalamari bekommen.
Er ist ein Tintenfisch. Bruder Ronaldo, wo ist deine Soße, Mann? Mit Ketchup würde das so lecker schmecken. Kommen wir zum Salat bzw. Auflauf. Ja, klassisch. Gekochte Kartoffel, Thunfisch, Olive, Mais, hier eine Gabel mit allem. Stell mir auch nicht so scheiße vor. Stell mir ganz gut sogar vor. Schmeckt nach dem, wonach es aussieht. Was soll ich sagen? Wie eine Mahlzeit. Und das ist halt ein kleiner Cheat. Freunde, bevor ich weiter esse, kurz eine Sache. Und zwar wisst ihr eigentlich, woher mein Trikot ist? Ja, es ist auf jeden Fall original. 160 Euro mit Signatur. Okay, nee, ist ein bisschen gelogen. Ist ein 9-Euro-Trikot aus der Türkei. Ja, wisst ihr was? Der sieht voll echt aus. Ich hab null dran gezweifelt. Linker Arm ist lose. Der rechte Arm ist übel eng. Nein, nicht, weil mein rechter Arm mehr trainiert ist wie kleine Dingser. Krass, für 9 Euro ist echt gut gemacht. Sogar der Sponsor der Team-Video ist drauf. Das Abendessen hätte jetzt nicht so sein müssen. Ich muss euch gestehen, ich habe Ketchup dazu getan, weil ich hätte die Calamari sonst einfach 0-0-0 runterbekommen. An sich der Tag, der hat mir eigentlich mega gut gefallen. Der Einkauf, das war für einen Tag etwas toll. Ich habe insgesamt 65 Euro gezahlt. Boah, schon ein dicker Einkauf. Überrascht von Ronaldos Ernährung, die ist ja echt nicht so nice. Also die ist halt echt. Echte Ernährung ist ja nochmal viel strenger. Der Cheat-Day war jetzt so, ja, war okay, aber jetzt nicht mein Cheat-Day. Trotzdem, dieser Mann, es kriegt einen Sü, weil er einfach ein geiler Typ ist. Aber der Ernährung ist echt ein bisschen langweilig. Alles kann ich aussprechen. Ich finde, Ernährung ist wirklich ein bisschen stumpf und langweilig. Das würde mich jetzt nicht so geil machen. Hoffentlich euch aber. Ihr lasst ein Like da, könnt ihr mal Tusche für euch schauen. Sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.